Einen wunderschönen guten Tag zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit dem Golf und zwar haben wir jetzt hinten die Bremse komplett neu gemacht, inklusive Bremssattel und jetzt müssen wir vorne einmal die Radlager neu machen. Dafür habe ich einen kompletten Satz bestellt, also Radlager mit Radnabe. Die tauschen wir direkt mit aus, weil die muss eh raus und ist am Ende einfach ein schöneres Gefühl, wenn man alles zusammen halt austauscht. Das war ein komplettes Set, also Radnabe mit Radlager zusammen. Deswegen habe ich es bestellt, da sind sogar noch neue Radschrauben dabei sogar. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal, wieso wir die austauschen. Und zwar haben die halt doch schon deutliches Spiel auf beiden Seiten sogar. Und ja, ich habe schon mal den Wagen angebockt, das Rad schon mal runtergenommen auf einer Seite und dann können wir auch direkt loslegen, ohne großartig Zeit zu verschwenden. So, und zwar zeige ich euch einmal hier, was das Problem ist. Und zwar kann man hier, das hört man glaube ich auch ganz gut, wir haben hier Spiel und das Spiel überträgt sich halt auf die Antriebswelle. Und dadurch kann man halt feststellen, dass das Radlager halt defekt ist. Man kann natürlich dann an der Spurstange und am Querlenker nochmal fühlen, ob da was nachgibt, beziehungsweise an der Koppelstange. Tut's aber nicht in dem Fall. Daher können wir jetzt halt wirklich eindeutig identifizieren, dass das Radlager in dem Fall defekt ist. Das Problem ist natürlich mit aufgeschraubten Rad noch deutlicher festzustellen. In dem Fall haben wir das Problem auf beiden Seiten. Vor kurzem wurde hier sogar Bremsscheiben und Belege getauscht. Also das ist wirklich noch gar nicht so lange her, so wie das hier aussieht. Und warum das da nicht bereits aufgefallen ist, wundert mich ein bisschen. Die Schraube, die Zentralschraube von der Antriebswelle muss als erstes gelöst werden in dem Fall. Und das aber auch noch, wenn das Fahrzeug auf dem Boden ist. Habe ich schon soweit angelöst. Deshalb haben wir jetzt hier schon kein Problem mehr, könnt ihr einfach abmachen, weil entweder ihr habt einen dicken Schlagschrauber und könnt die dann in dem Zustand lösen. Wenn nicht, dann halt wirklich auf dem Boden, wenn das Rad noch fest belastet ist. Wie gesagt, die machen wir als erstes ab hier. Das ist 30er Schlüsselweite in dem Fall. Die hat einen Kunststoffsicherungsring hier mittendrin. Dadurch krallt die sich halt so ein bisschen fest. In dem neuen Radlagersatz ist eine neue schon dabei. Das heißt, die können wir getrost entsorgen, weil wir eine neue schon direkt mitbekommen haben. So, die Antriebswelle muss ein Stück weit rausgeschlagen werden, weil die sitzt ziemlich fest jetzt noch in dem Radlager drin. Deswegen schrauben wir die alte Mutter wieder auf, nehmen uns einen Hammer und hauen die einmal ein Stück raus, sodass die wenigstens gelöst ist. So, ist die Antriebswelle komplett gelöst, ist hier aus der Verzahnung raus, haben wir schon mal einen Schritt wieder geschafft. Dann müssen wir einmal jetzt komplett die ganze Bremse ausbauen, also im Prinzip Bremssattel raus, Bremsscheibe raus. Der Bremssattelträger kann erstmal drauf bleiben, also wir brauchen nur wirklich den Sattel mit Belegen und die Scheibe, die runter muss. Dafür nehmen wir uns hier einen 30er Torx, lösen einmal die Feststellschraube hier und dann den Sattel, indem wir hier hinten diese Kunststoffabdeckung entfernen und dann mit dem 7er Inbus die beiden Schrauben oben oder also die beiden Bolzen oben unten lösen und hängen dann den Sattel irgendwie an einem Drahtseil oder so am Federbein am besten auf. So, dann hier schon alles lose. Die Bolzen müssen noch ein Stück raus. Dann kann man hier den Sattel runternehmen, die Scheibe runternehmen, schön beiseite legen. So, und dann habt ihr hier so den Sattel hängen, ne, das Bremsseil schön entlastet. Zack. Und dann können wir weitermachen.
Bremsschlauch natürlich. ABS-Sensor hier raus. Das heißt, wir klipsen den hier einmal nach oben. So. Und ziehen den Stecker dann hier ab. Lösen den hier einmal. Und hängen den hier auch einmal raus, dass er nicht beschädigt werden kann. So, dann lösen wir einmal die Spurstange hier, das 19er Schlüsselweite, soweit ich weiß. Drücken die dann einmal raus und legen die beiseite. So, ich war unterwegs, habe Teile bekommen. Hier das Spurstangenendstück. Ich habe es jetzt für beide Seiten geholt, weil wahrscheinlich auf der anderen Seite genau das gleiche passieren wird. Ja, die habe ich jetzt dann schon mal. Jetzt können wir auf jeden Fall weitermachen. Das heißt, Querlenkerschrauben unten lösen. Das sind drei Schrauben von unten. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Man sieht da die drei kleinen Schrauben müssen gelöst werden. Dann kann man halt den Querlenker komplett runterdrücken. Das Traggelenk bleibt drin und ja, dann kann man den Querlenker runterdrücken und dann ist das Ding hier soweit lose und dann flexen wir einmal noch das Spurstangenendstück ab. Genau, das ist so der Plan. Das ist, soweit ich weiß, 13er Schlüsselweite. Ich habe einen Schlagschrauber drunter. Oh ja. So, und da ist das zugehörige Sicherungsblech. Beziehungsweise das passende Gegenstück, weil im Querlenker selbst kein Gewinde ist. Also wie gesagt, die Schrauben gehen soweit halt durch den Querlenker und dann direkt in dieses Blech halt rein. Zack. Ich schraube die Schrauben einmal hier so an eine Umdrehung rein. Damit wir die später nicht vertauschen. Und pack die einmal zur Seite. So, und dann haben wir hier Brecheisen. So, dann können wir den Querlenker hier auch runterdrücken. So, dann ist auch die Antriebswelle jetzt raus und das Ding ist soweit lose. So, zum Rausschlagen nehme ich mir hier wie so eine 27er Nuss mit einer Verlängerung. Die können wir jetzt aber hier natürlich ein bisschen drehen können. Hinten gegen die Auflagefläche drücken, also beziehungsweise hinten gegen das Endstück von der Radnabe und dann im Prinzip mit dem Hammer das ganze Teil einfach nur raustreiben. So, Radnabe ist raus. Die hat direkt noch das halbe Radlager mit rausgerissen. Hat jetzt ein bisschen gedauert, bis man die wirklich rausgeklopft hat, weil, wie gesagt, das Radlager ist hier komplett fest auf dem Teil. Das spricht auch dafür, dass das Radlager einfach schon fertig war. Gut, dass ich die Narbe direkt mitbestellt habe. Deswegen tauschen wir das jetzt einmal aus. Jetzt müssen wir hier den Sicherungsring noch rausnehmen und dann den Rest vom Radlager nach vorne hin rausziehen. Dafür nehme ich dann mal ein Radlagerwerkzeug. Da kann man das schön dann mit rausziehen und braucht das nicht irgendwie rauskloppen und beschädigt sich dann auch nicht die Auflagefläche innen. Ja, das Ding kann auf dem Schrott. Hat seine Dienste geleistet, 150.000 Kilometer lang. Und ja, gucken wir, dass wir jetzt hier den Rest noch rausbekommen. So, um hier den Sicherungsring rauszuholen, muss man hier so eine Sicherungsringzange haben. Ne, da haben wir hier so zwei vorgefertigte Löcher. Wir drücken die ganze Spange zusammen und holen die dann raus, weil am besten noch einen Schraubendreher zur Hand nehmen. So. So.
Und so, raus. Und hier kommt schon der Rest, der weitere Rest vom Radlager mit raus noch. Und hier haben wir die ganzen, Kugeln. Hier haben wir noch ein bisschen Lager. Ja, das ziehen wir jetzt alles schön am Stück raus. So, Radlager auspressen. Dafür habe ich natürlich hier dieses Radlagerwerkzeug. Ich habe mir schon die passenden Adapter und sowas zusammengesucht. Und wir schieben im Prinzip die Stange einfach nur hier durch. Hier müssen wir darauf achten, dass die Hülse größer ist als das Radlager natürlich. Also vorher einfach mal austesten, ob das Radlager da reinpasst. Und dass die Auflagefläche hier natürlich passt. Dann eine passende Scheibe mit so einem Lagerring und einem Pressring. Und dann haben wir hier die dicke Mutter. Das kommt alles von hinten drauf. Auch in der Reihenfolge, also so rum. Und dann das Dingen. Schieben wir alles hinten drauf. Und dann merken wir schon, dass hier hinten alles schon ausgerichtet ist, weil das perfekt in das Radlager halt reinpasst. Wie gesagt, die Mutter hinten komplett drauf drehen, bis wir hier halt eine schöne Vorspannung haben. Und dann müssen wir hinten mit einem 32er Schlüssel gegenhalten und von vorne betätigen wir das Teil mit einem 34er und drehen halt so lange, bis das Radlager im Prinzip in diesem Gehäuse hier drin ist, ne? So, alles schön ausgerichtet. 32er von hinten drauf. Und dann drehen wir einfach nur von vorne im Prinzip das Radlager halt raus. So, 32er von hinten, 34er von vorne und dann drehen wir die ganze Geschichte oder versuchen wir die ganze Geschichte hier rauszudrehen.
So, es ist raus. So, jetzt könnt ihr hier sehen, aber wieder alles rausholen. Zack. So. So, das ist das alte Radlager. Seht ihr, wie das schon ausgebrochen ist. Und jetzt reinigen wir einmal die Auflagefläche hier und pressen dann das neue Radlager wieder hier rein. So, hier haben wir das neue Radlager. Das wird jetzt von vorne wieder reingedrückt. Dafür muss ich das Werkzeug einmal ein bisschen umbauen. Und ja, wie rum ist eigentlich egal. Da ist keine Laufrichtung bei den Radlagern. Guckt einfach nur, dass das Ding möglichst sauber ist, also da nicht mit dreckigen Fingern drauf packt. Deswegen habe ich das jetzt immer noch in der Folie hier drin, dass das hier dann so schön ansetzt und dann einmal gut wieder reinzieht. Das hängt jetzt hier auch schon. Du müsst dann natürlich aufpassen auch, dass ihr das Radlager nicht verkeilt. Na, dafür gibt es schöne Adapter, die das Ding dann auch richtig schön gerade da reinziehen. So, alles vorbereitet. Wir haben hier die Einpresshülse, Adapterstücke, das Radlager. Und von hinten halten wir so ein bisschen gegen und dann drehen wir das ganze Radlager einfach nur wieder komplett rein. Jetzt muss ich auf den 32er Schlüssel wechseln. So. Noch ein bisschen muss es noch, ist noch nicht ganz drin. Also es muss noch ungefähr so 2-3 mm rein, damit wir dann die Nut haben für den Sicherungsring wieder. So, und das Radlager ist drin. Sieht super aus, muss ich sagen. Jetzt den Sicherungsring wieder rein. Und dann nehmen wir uns die neue Radnarbe und schlagen die wieder vorsichtig einmal durch. So, Sicherungsring ist drin. Das ging ganz flott. Dass er so gut reingerutscht ist, bedeutet auch, dass wir das Radlager auch weit genug reingepresst haben. Ich glaube, noch weiter geht auch nicht. Mein von hinten ist auch so ein Anschlag, dass man ihn nicht durchpressen kann. Ja, sieht alles super aus. Jetzt heißt es hier, die neue Radnarbe reinzudrücken. Na, richtig schönes Teil. Im Prinzip kommt das Ding jetzt einfach nur so hier rein. Das können wir jetzt auch mit demselben Werkzeug jetzt reinziehen. Von hinten die Platte gegen und von vorne das Ding gerade reindrücken. So, soweit gerade ausgerichtet. Und jetzt das gleiche Spiel nochmal. So, jetzt sind wir am Anschlag, weil jetzt die Zentrierung halt ins Radlager von hinten reingeht. Jetzt muss ich das einmal wieder lösen alles und einmal die Platte hinten umdrehen, weil das war unsere Fixierung, dass wir auch wirklich gerade reinziehen. Die muss ich jetzt einmal kurz umdrehen. So, Radnarbe ist komplett drin. Jetzt einmal wieder, ja, alles umgekehrter Reihenfolge als zurückbauen.
Das heißt, Antriebswelle wieder rein, Querlenker alles festmachen, die Koppel, die Spurstange, den Spurstangenendstück natürlich einmal erneuern. Dann nehme ich jetzt die Flex, schneide das ab, tausche das und ja, ich mache einfach mal und wir sehen uns gleich wieder. So, Antriebswelle wieder drin, neue Spurstange drauf. Jetzt geht es wieder darum, den Sattel einmal zu montieren. Schon mal Sattel vorbereiten. Bremsscheibe. So. Zack, die Bolzen soweit raus hier. Und dann die in den Sattel hier drüber. Jetzt mal hier unten rein. Und dann hier so drüber. Zack, Bolzen rein. Einmal festziehen hier. So, dann kommen die Nupsis hier hinten wieder drauf. Den ABS-Sensor. Zack. Und den Stecker drauf. So, dann geht das Rad wieder drauf. Also nachdem ihr natürlich hier die Zentralmutter festgezogen habt. Ne? Dann heißt das Rad drauf. Radschrauben wieder drauf. Alles festziehen und runterlassen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war halt einmal Radlagerwechsel am Golf 4. Wie gesagt, alle Kompakten aus der Baureihe, aus den Baujahren, Leon etc. Funktioniert im Prinzip genauso. Und überhaupt Radlagerwechsel im Allgemeinen funktioniert bei fast allen Fahrzeugen so oder so ähnlich. Ja, Radlagerwerkzeug und sowas, das verlinke ich euch alles in der Videobeschreibung, falls ihr Interesse dran habt. Ja, lasst einen Daumen hoch da, kommentiert gerne und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.